Wir diskutieren heute über das Borderline-Syndrom und mein Gast ist Marlene Sieber. Und eine Kollegin von Marlene ist bereits jetzt im Chat drin, und zwar ist das Sheila Berger. Und sie hat Folgendes geschrieben: Du hast mir mega geholfen, danke vielmals, du bist eine super Person und eine super Freundin. Danke, Sheila. Sucht man auch untereinander Gleichgesinnte? Ja, definitiv ja. Also ich bin immer froh, wenn ich mit jemand anderem austauschen kann. Mhm. Wie geht es dieser Person? Was hat ihr geholfen? Mhm. Was ich gerade am Anfang, sage so in den ersten 2-3 Mal Klinikaufenthalt erlebt habe, mhm. dass sich aber auch gerne die Borderliner zusammenschliessen und sich gegenseitig runterziehen. Mhm. Und sich auch gegenseitig aushelfen, sei es mit ich habe Rasierklingen reingeschmuggelt, willst du ein paar? Mm. Einfach so Zeug. Und ja, dann finde ich es nicht mehr so toll. Aber das sind die negativen Punkte. Die positiven Punkte ist, es gibt Gruppen. Heute im Zeitalter von Social Media gibt es Facebook-Gruppen. Ja. Wenn jetzt jemand zuschaut, wenn jetzt jemand Hilfe möchte, wenn jetzt vielleicht gerade jemand von dir oder von der Sheila Hilfe möchte, kann man da auf dem Facebook nachschauen? Oder was empfiehlst du, wo soll man wirklich jetzt mal den ersten Step machen, um Hilfe zu holen? Ich finde, wirklich zuerst irgendwie mit einer Kollegin reden vielleicht. Mhm. Und klar, sich im Internet informieren ist sicher gut, aber nicht übertreiben. Mhm. und sonst wirklich einfach mal zum Hausarzt oder gerade zum Psychologen irgendwie. Mhm. Weil, ja, ich finde es besser, wenn du mit jemandem professionell anschaust, wie du nur im Internet gehst, rumgoogeln.